Okay. Gar kein langes Vertun. Ich habe mal eben meinen ganzen Kram, den ich eben noch so im Inventar hatte. Das ist alles meins. Komplett ins Auto geparkt, das Auto eben und Benzin und den ganzen Kram, den schmeiße ich dann anschließend weg. Wir wollen nur einigermaßen gerüstet sein. Setzen uns ins Auto mit angezogenen Beinen. Das sieht so komisch aus. Oh, wir haben leuchtende Augen. Hä? Wieso haben wir leuchtende Augen? Keine Ahnung. Und wir fahren über die Map. Ich will jetzt gerade gar nicht so viel machen. Wir fahren mal einmal hinten raus. Es kamen keine Zombies mehr hinterher. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, gucken wir uns jetzt einfach nochmal die Map an. Wobei, da passiert, glaube ich, nicht ganz viel, ne? Oh, Bär! Das ärgert sie unwahrscheinlich, ich weiß es. Oh! Oh! Oho. Oh, was ist das? Mo Power Electronics und eine Tankstelle. Ja, die werde ich mir dann irgendwann nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Man könnte jetzt sagen, gut, das Einzige, was ich jetzt halt mache, ist für mich die Karte auf decken. Regen weg! Aber ansonsten passiert da nicht besonders viel mit. Fahren wir zuerst zum Schneegebiet. Ich habe jetzt keine Winterklamotten an. Zum Not müsste ich mir mal eben dann Winterklamotten anziehen. Wir fahren mal erst ins Schneegebiet. Okay, ist ein bisschen nervig mit dem Auto. Jo, okay. Das ist eine normale Tankstelle. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Oh, mir ist kalt. Großartig. Ja, ich habe es fast befürchtet. Dann gucken wir uns einfach mal eben ganz kurz das Menü an. Also es hat sich einiges geändert, wie man auch schon an den Sachen sehen. Oder es gab es vorher schon, ich wusste es nicht. Eine Knarre zum Beispiel, wusste ich gar nicht. Braucht man die zum Zerlegen? Gab es die vorher schon? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Stahlknüppel, keine Ahnung. Genauso wie die coole Axt, die ich hier habe, die ich da unten habe. Die Stahlachs. Keine Ahnung, ob sie vorher schon gegeben hat. Ich weiß es nicht. Waffentechnisch ist, glaube ich, die Desert Vulture dazu gekommen. Wobei ich meine, dass die Desert Eagle entweder in der Mod schon mal drin, also die Desert Eagle jetzt, in der Mod schon mal drin gewesen ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Die Waffen kenne ich alle überhaupt. Ja gut, den Raketenwerfer, den gab es vorher schon. Aber einige Waffen kannte ich vorher überhaupt nicht. Und jetzt ist mir richtig kalt. Ich muss mal eben ganz kurz was Warmes. Was wärmt denn? Ich kenne mich da nicht aus. Warte mal, diese wattierten Dinger hier. Das hier wärmt, glaube ich, ne? Kältewiderstand. Dann ziehen wir die mal eben an. Zack. Tragen die mal eben so. Aber es ist immer noch eisekalt. Kältewiderstand plus 1, minus 4. Richtig was Warmes haben wir nicht, ne? Halt. Kältewiderstand plus 3. Jo, dann ziehen wir das hier an. Tragen. Nein, mein Zombie-T-Shirt. Das. Na gut, ich schmeiß das sowieso anschließend wieder alles weg. Es ist. Kältewiderstand plus 12? Was? Ach, gegen das T-Shirt. Plus 2, hm? Ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so kalt, aber es könnte was wärmer werden, ne? Wow, die Sachen kenne ich überhaupt nicht. Gut, wir fahren erstmal damit weiter, damit geht's. Ich bleibe auch auf der Hauptstraße.
Also Schneegebiet würde ich sagen, die Witterung sieht anders aus. Dieses Dampfige, ne? Das Neblige, Diesige, was jetzt hier rüberzieht. Das ist mir vorher nicht so wirklich aufgefallen, aber wir haben uns auch noch nicht so viel im Schneegebiet aufgehalten, deswegen kann ich das nicht ganz genau sagen. Weiß nicht, ist die Straße, die denn da hinten wieder anknüpft? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ui. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Fabrik, ein Berg oder sowas. Okay. Mehr Schneegebiet, ja, es kommt noch mehr Schneegebiet, noch mehr Schneegebiet und keine Ahnung was. Ich bin die Karte noch nie komplett abgefahren. Ich würde sagen, wir fahren mal nach links, weil da kenne ich so ein bisschen was. Das würde mich interessieren, ob sich da irgendwas geändert hat. Und die kleinen Wege fahren wir jetzt gar nicht lang. Dann fahren wir hinten die große Runde durch das Schneegebiet und dann Richtung verbranntes Gebiet auf jeden Fall. Hallo, bitte, Katze. Und dann noch das verseuchte Gebiet. Hier ist noch so ein Militärdingsbumsens. Okay. Okay. Wolf. Ja. Also ich habe das Gefühl, es sind mehr Viecher geworden. Hatte ich mich meine Zeit lang darüber beschwert, dass sehr wenige da sind. Jetzt sind es verdammt viele. Also wenn ich daran denke, wie viele Wölfe wir jetzt in den letzten Tagen vor der Horde hatten, ist das schon ganz schön heftig. Das ist eine Tanke. Mit den Häusern kann ich das leider auch nicht so genau sagen. Ich kann es euch einfach nur mal eben kurz vorbeifahren zeigen. Die gab es. Das sieht bekannt aus, aber ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen. Aber ich glaube, ich weiß, wer wird gleich rauskommen. Ist das das? Ja. Okay, das hat sich nicht geändert. Die Straßenführung ist auf jeden Fall gleich geblieben. Na, hier war ich auch schon mal. Hier habe ich mit. Als im gemeinsamen Spielstand mit Madel, hatte ich hier mal einen Airdrop abgeholt. Shotgun Messiah, ja, das kannte ich auch schon, dass es hier ist. Das scheinen sie aber geändert zu haben. Das ist ein großer, eingezäunter Parkplatz. Gunsmith. Oh. Okay, interessant. Das könnte als. Das ist auf jeden Fall, das hat sich geändert. POI, da könnte das ganz interessant sein, ne? Vielleicht findet man da so ein paar ordentliche Sachen. Joa. Da freue ich mich auf einige Sachen. Das können wir aber erst machen. Also, das kann ich dann aber erst machen, wenn ich warme Klamotten habe. Ich würde ja ganz gerne mal einmal über die ganze Karte fahren. Aber dafür ist die Karte auch einfach zu groß. Dann müsste eigentlich da nochmal so eine, ja, eine Stadt ist es nicht wirklich, aber ein paar Häuser auf jeden Fall. Und eine Polizeistation, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und ein Stadion. Oh, jetzt ist mir wieder verdammt kalt, okay. Natürlich übel. Ach, warte mal. Stopp, 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 stopp. Kann ich nicht, muss aussteigen. Das
wirkt ja gegen Kälte. Das hätte ich auch niemals gedacht, dass ein Frozen Smoothie Dingsbumsens da. Wir haben Leuchteaugen. Wir haben echt Leuchteaugen. Moment. Unsere Augen leuchten. Okay. Da links weiter reingefahren müsste auch irgendwo ein Militärcamp. Boah, das schaffen wir doch nicht. Militärcamp kommen. Aber es wäre zum Beispiel vertraut, dass die nicht alles geändert haben. Also die Straße, dass die Straßen ungefähr wenigstens gleich geblieben sind. Das sieht nach einer Schule aus. Special. Trotz. Ja, diese wabernde. Das ist auf jeden Fall erscheint neu. Hier das rechts müsste das Stadion sein. Neviskane Survivors, Home of Neviskane Survivors. Das ist aber ein riesiges Unterfangen, das Stadion sich mal vorzunehmen. Das ist auch, glaube ich, ein riesiges Spielfeld, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und einiges an Zombies. Vorne müsste Polizeistation sein. Jo, Police. Savage Country, okay, den Laden kenne ich noch nicht. Und da hinten durch ist, glaube ich, auch noch eine Fabrik oder irgendwie sowas. Also es wurde anscheinend immer etwas geändert, aber nicht alles. Das heißt, dass man die Karte gut kennt, hat man wenigstens wieder was Neues. Das ist doch nett. Und wenn man jetzt hier durchfährt, müsste hier noch irgendwann eine kleine Stadt kommen. Das müsste sie sogar schon sein, oder? Nee, das ist nur ein Haus. Okay. Das hatte ich das letzte Mal gar nicht gelesen, den Namen der Stadt. Okay, Parishton ist das. Hier sind auf jeden Fall einige Gebäude, die ich mir... Also ich bin nicht bis jetzt nur einmal durchgefahren. Ansonsten, ich glaube sogar mit einem Moped. Frierend. Manches Carpets. Stolmore. Okay. King O'Law. Crack a book. Crack a book! Oh. Nee, aber nicht mit dem Auto. Ich werde jetzt hier nichts looten gehen oder sowas. Ja, also, ich lasse alles schön da, wo es ist. Das mache ich auf keinen Fall. Warehouse Storage. Pete's Pub. King O'Law. Toilets to go. What? Toilets to go? Okay. Interessant. Poppenpills, Shamway Foods, okay. Da sind dann noch wieder mehr Wohnhäuser. Alles klar. Oh, Town Hall, das Ratshaus. Nee, looten werde ich jetzt auf keinen Fall. Piggy Bank. Das machen wir nicht. Ich will mir da jetzt keinen Vorteil verschaffen. Echt jetzt? Echt jetzt, Lissy? Warte mal, wir fahren gleich mal eben hier dann links weiter, aber ich will mal ganz kurz gucken.
Wobei, wir können auch noch ein Stückchen weiter aus. Also noch geht's gerade. Wirkt noch 10 Minuten. Hier ist so eine Tankstelle. Das nutzen wir mal eben. Ich mag das auch im Hintergrund, die Umrisse der Berge und sowas. Und ich versuche die Müllhaufen weitestgehend zu umfahren, weil die zerstört man nämlich, wenn man mit dem Auto oder überhaupt mit dem Fahrzeug darüber fährt. Also zumindest ist das bei dem Auto und bei dem Motorrad so, aber ich glaube bei allem anderen auch. Man zerstört dann die praktisch die, wow, fiese Kante. Die Loot-Container. Das war aber jetzt gerade keine gute Straße. Ich meine, die Straßen sind hier aber alle nicht gut. Road closed. Sind wir am Ende der Karte? Kann das sein? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Warte, kann ich die noch rüberziehen? Ne, kann ich nicht. Was passiert eigentlich? Das ist wahrscheinlich überhaupt keine gute Idee, ne? Dass das Spiel crasht oder ich aus der Karte rausfliege. Was passiert eigentlich, wenn man zum Ende der Straße, zum Ende der Map kommt? Oh, die Straße ist hier aber richtig fürchterlich. Kohle. Tödliche Strahlung. Alles klar. Alles klar. Okay, das haben sie aber, da muss ich sagen, gut gelöst. Warum nicht? Das ergibt wenigstens noch Sinn. Wobei, gibt es das nicht auch noch richtig verstrahltes Gebiet oder sowas? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht... wo kommt denn der Hirsch auf einmal her? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Da war er gerade... Moment, und wo kommt der her? Also der ist nicht von mir. Ihr habt es doch auch gerade gesehen, oder? Wo kommt der Pfeil her? Der kann ja auch nicht mal quer über die Karte geflogen sein, weil wir niemals aus dieser Richtung geschossen haben, weil wir irgendwo da wohnen. Wo kommt dieser Pfeil her? Mietkatze! Wir werden es niemals erfahren. Ein anderer Survivor? Wir sind nicht alleine. Die Einsamkeit hat ein Ende. Ja gut, dann fahren wir jetzt wieder in wärmere Gefilde, indem wir einmal abbiegen und dann Miezekatze. Fahren wir gleich durch ins verbrannte Gebiet. Also hier gibt es auf jeden Fall einiges zu looten, aber es ist eben halt, das kannst du glaube ich dann wirklich nur mit dem Yucca-Smoothie machen und mit verdammt guter Bewaffnung. Da ist so eine Kirche, okay. Goodbye, my dear, my friend. I'll see you again. Sorry. Gut, dann brauchen wir auch zu den anderen Straßen, brauchen wir gar nicht durchzufahren. Weil... Vollbremsung. Weil da wird ja auch überall dann Strahlung sein, tödliche Strahlung. Aber es ist tatsächlich eine interessante Lösung. Es ist nicht einfach von wegen, du kannst hier nicht weitergehen oder hier ist ein Zaun, du kommst hier nicht durch oder sowas, sondern einfach tödliche Strahlung dahinsetzen. Passt ja auch, ne? Und dementsprechend hat man gleich die Erklärung.
Free Menu, okay. Das kenne ich jetzt hier wieder. Wenn wir jetzt links weiterfahren, kommen wir, glaube ich, irgendwann zu unserem alten Spawnpunkt und zu diesem Warenlager. Aber ich würde natürlich ganz gerne... Kommen wir mal hier lang. Da müssten wir eigentlich automatisch auch ins verbrannte Gebiet kommen. Und wenn wir durch das verbrannte Gebiet fahren, kommen wir auch dann irgendwann durch das zerstörte Gebiet. Hui! Joi, die Straßen, ne? Die sind echt der Hammer. Bobs Café. Home Cooking. Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob es das vorher schon gegeben hat oder ob es geändert wurde, das weiß ich nicht. Also da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Guck's mir jetzt praktisch für euch mit an, falls euch das irgendwie noch interessiert oder sonst irgendetwas. Viel Gameplay werde ich dann wohl auch nicht mehr aufnehmen, ne? Weil Mann und ich haben unser Let's Play laufen, das macht mal wahnsinnig viel Spaß. Und ich denke mal, den Single-Player-Stand, den werde ich mir dann privat vorbehalten. Und dementsprechend, oh, das war Dings. Huch! Aha, Girls, the Booby Trap. Girls, okay. Gab's das vorher schon? Ich meine, die Stripperinnen, die liefen ja schon vorher mal über die Karte. Klar, die müssen ja auch irgendwo herkommen, ne? Aber gab's das vorher schon? Hübsch mit der Farbe. Tada, slow, okay. Wir bleiben aber auf der eigentlichen Straße und da kommen wir, glaube ich, auch gleich ins verbrannte Gebiet. Die Bäume, sie sehen schon so fertig aus. Die Folge wird wieder viel zu lang, ne? Das alles zusammengeschnitten ist... Ach, Mann, wer soll das denn gucken? Aber wir ziehen das jetzt durch. Hier dieser Waber, der hier auch durchgeht. Schon cool gemacht. Hier mal so eine Scheune. Ich mag das. Oh. Warte, stopp. Sag mal, ich hatte doch eben gerade noch einen Top gesehen. Wobei, ich kann auch mein T-Shirt wieder anziehen, ne? Das müsste schon mal besser sein. Jetzt sind wir Stand 9. Das ist gleich zu dem, was ich anhabe. Es geht einigermaßen. Es geht einigermaßen. Es wird wahrscheinlich noch wärmer werden. Und wenn wir erstmal in die Wüste kommen. Wobei es auch, das war vorher nicht so extrem. Ne? Ich mag das irgendwie. Und die haben ja wesentlich mehr Bäume jetzt reingepackt. Ich finde das mega cool. Gut gemacht. Und der gelbe Waber, der hier durchgeht, der sieht aus, als wenn der ungesund ist. Was er wahrscheinlich auch ist. Also stimmungsmäßig mag ich das sehr. Die Veränderung. Macht einiges aus. Auch, wie gesagt, dass eben hier mehr Bäume stehen, die verbrannt sind und all das. Okay, das ist schon zerstört, ne? Oh, wir fahren da jetzt mal durch. Da könnten viele Löcher sein. Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht unbedingt direkt auf Minen oder sowas. Weil ich meinen ganzen Kram im Auto drin habe. Das wäre ärgerlich, wenn der dann noch weg wäre. Na gut. Für euch. Das ist verbrannt und zerstört. Wow.
ist schon beeindruckend. Wobei das jetzt sehr überhand nimmt. Na, also jetzt hier überall Steine liegend haben. Ich weiß nicht, ob das eine logische Geschichte ist. The Brother Theater? Ein Theater? Cool. Nice, oder ein Kino? Es fängt auch gerade ein bisschen an zu lenken. Wahrscheinlich, weil jetzt alles nachladen muss. In der Wüste gab es ja auch noch einiges. Ne? Das war aber vorher schon für mich vieles, was ich noch nicht kannte. Da gibt es ja auch ein, wie heißt das? Heißt das Fates Motel? Also Bates Motel nachempfunden. Was auch tatsächlich sehr creepy aussieht und sehr cool gemacht wurde. Clunky Oil. Oh, da ist auch die Road closed. Zerstörte Brücke. Ich denke mal, das ist die untere Grenze, ne? High Radiation Area. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Ja, dann müssen wir das ganze Stück zurückfahren, auf jeden Fall. Und hier durch das verbrannte Gebiet. Das geht aber noch ein bisschen. Also es könnte auch sein, dass man da noch etwas lang kommt. Aber da kann das tatsächlich sein, dass das ist, was ich gerade mich praktisch selber gefragt habe. Das könnte dann ein verstrahltes Gebiet sein, oder? Ist das so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir heute nicht mehr nach Albuquerque kommen. Entschuldige Schlange, keine Zeit. Ich bleibe aber lieber auf der Straße, als wenn ich jetzt da diesen kleinen Weg da lang fahre. Und da muss ich irgendwann aufpassen, dass ich nicht in ein Loch reinfahre. Auf jeden Fall schon sehr cool gemacht. Das war es aber vorher auch schon. Ne, diese unterschiedlichen Biome, unterschiedliche Herausforderungen. Wobei wir da ja auch schon festgestellt haben, das heißt nicht unbedingt immer besserer Loot. Leider. Aber es ist schon cool gemacht. Genau, die Straße hat jetzt genau die Grenze zwischen verbranntem Gebiet und zerstörtem Gebiet, so wie es aussieht. Und Wüste müssen wir uns noch angucken. Also das, dann, wenn das wirklich verstrahltes Gebiet ist, das gucken wir uns natürlich nicht an, weil ich fahre jetzt nicht mit einem Schutzanzug oder sowas. Das, vielleicht erreiche ich das mal irgendwann. Da will ich mich auch nicht zu sehr spoilern lassen. Das ist auch mal, das ist immer das, ne, wenn man das dann erreicht, diesen nächsten Level, dass man das dann schafft, sich irgendwas zu erarbeiten oder irgendwas gelootet hat. Days End Suites. Suites. Aber das Motel kenne ich. Nur nicht mit Pool davor. Das habe ich schon mal in der Wüste irgendwo gesehen. Mit dem Pool ist ja auch cool. Mit dem Pool ist ja, ja. Naja. Passte gerade. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ja, sich gerade das zu erarbeiten, das war ja auch der Grund dafür, dass ich einfach nochmal neu angefangen hatte. Hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, um euch die Horde zu zeigen. Aber mir ist dann sofort die Lust vergangen, nachdem ich dann da mir Sachen
aus dem Kreativmenü rausgenommen habe. Das macht einfach keinen Spaß. Denn der große Spaß ist ja echt das, ach, oh Gott, der unglückselige Shotgun Messiah, wo Madel und ich drin waren. Oh Mann, oh Mann. Das macht ja gerade dann den Reiz aus. Und deswegen musste ich einfach für mich nochmal neu anfangen, weil mir das überhaupt nicht gepasst hatte. Und dann passte die Location auch nicht. Und dann hatte ich ja nun durch mein Rumprobieren mit der Zeit, hatte ich dann wieder auf Tag 1 gestellt. Das passte mir auch nicht, weil ich finde, das ist... nee. Das gehört schon alles so, wie es sein soll. Also, dass man eben halt wirklich von vorne anfängt, sich alles erarbeitet. Das macht doch eigentlich am meisten Spaß. Gravezone. Und da haben wir auch schon die ersten Löcher. Gut, durch Gravezone fahre ich jetzt durch. Das haben wir uns schon mal im Multiplayer angeguckt und diesen ätzenden Löcher an der Straße. Das ist sowieso schon nervig genug. Und da ist ein fetter Zombiebär. Hi, Zombiebär. Nach Albuquerque, wer weiß. Ja, aber da hat sie sonst nicht viel getan. Also es sieht ein bisschen anders aus, ja. Es ist, es sieht nicht mehr so grün-beige aus, wie es vorher immer irgendwie gewirkt hat, sondern eben halt düsterer, realistischer. Gut, dann wären hier wahrscheinlich überall Ziegel. Weil das implementiert irgendwie, dass hier überall nur Häuser standen. Haus an Haus an Haus an Haus. Und dementsprechend. Aber es ist cool gemacht, muss ich sagen. Was ist das? Shamway, ne? Ja, das sieht nach Shamway aus. Shamway Foods. Gordon Shamway. Oh, hier eine Hochstraße. Gab es das vorher auch schon? So und so einzelne Stücke Hochstraße, wobei das keinen Sinn ergibt, da wachsen Bäume durch. Es sei denn, es war ein gebauter Abschnitt, der nie beendet wurde oder sowas, keine Ahnung. Und Wüste, da biegen wir gleich mal die nächste Straße ab. Es sieht satter aus, es sieht mehr nach roter Erde aus, so ein bisschen nach Australien. Da fahren wir auch mal eben rein, die Kreuzung kennen wir auch. Da hinten war sonst eigentlich auch mal ein Gebäude, ist auch ein Gebäude. Poppin' Pilz. Jo, das ist ein schöner großer Laden. Das macht natürlich dann auch mega Spaß, ne, die zu klären, diese Läden. Weil das immer eine Herausforderung ist. Aber das dauert dann auch so ein, zwei Tage. Was haben wir hier gerade? Ein Sandsturm? Oder warum ist das hier so düster? Hier ist schon wieder, was ist das? Ist das der Händler? Ist das... ein Händler? Nee, das ist kein Händler. Warte mal, findet man ganz leicht raus. Nein, ist kein Händler. Ist kein Händler. Ja, aber ansonsten, ich glaube, also das Haus, das ist, da wird sich nicht alles geändert haben. Also sieht anders aus, stimmungsmäßiger auch, sieht es auch hier in der Wüste aus, auf jeden Fall. Es hat sich doch einiges getan, nur sehr viel optisch. Na, ob das jetzt notwendig ist, dann unbedingt, wie gesagt, also Manu und ich, wir bleiben dabei, dass wir auf jeden Fall auf der 18.4 weiterspielen werden.
weil wir eben halt relativ weit gekommen sind. Es ist ein, ja, wir haben uns da einiges schon zusammengearbeitet und alles andere ist hier hauptsächlich optisch. Behaupte ich jetzt mal so. Ich glaube, ich weiß, wo wir herauskommen. Warte, ist das hier, wo die Villa ist? Die nicht zu Ende gebaute? Ja, das ist die. Auch ein cooles Teil. Aber auch nicht gut abzusichern. Ne, da hatte ich auch mal gedacht, die könnte ich mir fertig machen. Aber das ist viel zu ressourcenfressend. Ne? Das ist totaler Quatsch. Ja, man denkt da gerne groß, ne? Weil das sieht cool aus. Und, na, aber es ist halt nicht zu verteidigen. Nicht so wirklich gut. Ohne jetzt, ohne Ende farmen zu müssen oder sonst irgendetwas. Okay, was ist das? Das ist der Händler. Haben sie ihn auch versetzt oder kommt mir das nur so vor? Das ist kein Händler. Right River? Was? Das ist kein Händler. Das ist kein Händler. Was ist denn das? Ach, ein US Army Post. Ach, Geier, nerv nicht. Geh weg. Oh, ich habe einen Vogel. Den puste ich einmal durch die Rohre wieder raus hier. Ja, aber es ist jetzt so. Also das Wettersystem ist definitiv anders, finde ich. Zumindest es sei denn Ostrich Hotel. Nice, aber damit hast du auch ein bisschen zu tun. Also alleine. Och, Geier, Mensch! Na komm. So, ich baue ihn auch nicht ab. Passt nicht. Ich will mal ganz kurz gucken. Okay, da kommen nur die normalen. Da kommt Schrotze rein, okay. Und nur die normalen. Okay, dann kann ich die hier schon mal komplett vergessen. Die schmeißt den ja sowieso weg. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Das kann ich gar nicht vergessen. Ich muss einfach nur wechseln. Hahaha. So nicht spielen. Da wäre ich fast drauf reingefallen. Da müssen wir nur überall die Panzerbrechende reinmachen und dann ist gut. Gut, Schrotzenmuni habe ich jetzt gar nicht mir aus dem Dings genommen. Und zack. Die frisst auch die 9 mm, alles klar. So. Testen wir das mal eben ganz kurz aus. Ich will jetzt, also ich will mich jetzt hier nicht dran bereichern oder sowas. Das ist Sicherheitsglas, ne? Ja. Oh, ist kein Sicherheitsglas. Ich will nur einmal eben kurz gucken. Die Waffen ausprobieren. Das ist auch ein bisschen makaber, die Waffen ausprobieren. Ich finde, das fühlt sich so falsch an. Nee, machen wir nicht. Dafür kriegt dann ja auch XP und sowas, das wollen wir nicht. Wir machen einfach nur mal so. Die ist verdammt laut. Okay. Das geht noch. Vom Klang her, hat sich da auch irgendwas geändert? Klingt wie in einer alten 80er-Jahre-Krimi-Sendung. Hat irgendwas.
Okay. Die ist drückend heiß. Oh, jetzt ist es richtig heiß. Na, großartig. Der kühlt aber nicht, ne? Ne, der macht nur Kältewiderstand. Gibt es irgendwas gegen Wärme, was ich mir antun kann? Yucca-Saft. Wasserausdauerherstellung. Laufgeschwindigkeit kühlt irgendwas ab. Nicht so wirklich, ne? Wir fahren weiter. Das greift mir zu sehr in das Spielgeschehen ein. Was? Am I gone funeral? Okay. Aha. Na. Da sind doch bestimmt auch einige Untote. Warte, der Ölschiefer sieht anders aus. Oder? Er sieht changierender aus, finde ich. Vielleicht liegt es aber auch einfach am Dings. Die Kakteen haben Blüten. Hatten die das vorher auch schon? Das mit den Schädeln fand ich auch cool mal. Da kann ich aber eben halt, ich habe keinen direkten Vergleich, da müsste man Fotos von allem machen und das direkt vergleichen. Ich glaube, ich mache da Zusammenschnitt von. Ich denke mir mal, das ist sonst einfach, ey, ich kann so lange Folgen kann ich nicht machen. Oder ich teile das Ganze nochmal oder so. Wahrscheinlich habe ich es dann auch geteilt, so. Das Haus kenne ich. Ist das das, wo ich meine ganze Nacht auf dem Dach gehockt habe? Ja, das ist es. Oh mein Gott. Kurze Geschichte. Lizzie probiert 7 Days to Die aus. Nein, es ist zu heiß. Ich kann das jetzt nicht erzählen. Aber es ist spawned in der Wüste. Weil sie irgendwo. Warte mal, ich bin gestorben und ich hatte, glaube ich, noch keinen Schlafsack. Also komplett neu in dem Spiel. Hab keinen Schlafsack, glaube ich, gesetzt oder irgendwie war das. Spawnt dann in der Wüste neu. Dann war es schon teilweise zu spät. Ich düse noch rum und guck hier und guck da, aber war auch nicht in den Häusern drin, sondern habe nur Ressourcen gesammelt. Und dann wird's dunkel. Und irgendwann um 19 Uhr oder sowas habe ich mich dann Red Mesa Restricted Area. Ach was. Interessant. Was hat das mit der Erde auf sich? Das ist ein Ameisenhügel? Nee, Stein. Ach stimmt, hier ist es umgekehrt, ne? Nee. Hä? Okay. Ja, nee, komm, wir wollen sie provozieren lassen. Auf jeden Fall, irgendwann um 19 Uhr habe ich mich schon panisch nach oben gearbeitet. Nur aufs Dach, nicht durchs Haus. Im Haus waren Zombies drin, das konnte man ganz deutlich hören. Und verfolgt von ein oder zwei Geiern. Ach, jetzt fängt hier das Dings wieder an, okay. Lass mal kurz gucken. Weil ich auch in die Richtung fahre. Hier ist zerstörtes Biom. Wir müssten dann eigentlich in die andere Richtung fahren. Das heißt, wir fahren mal hier die Straße runter. Und ja, wie gesagt, viel zu früh schon aufs Dach gebaut, weil ich einfach Schiss hatte. Ich wusste nicht, ne, 22 Uhr fangen sie an zu laufen, das wusste ich. Ja, das ist so eine Grundinformation, die hatte ich auch schon vorher. Auf jeden Fall drinnen im Haus Zombies, die gegen die Wand gehämmert haben, oben Geier, habe ich mich dann irgendwo zwischen Dach und Schornstein hingekauert und habe so eine ganze Nacht da verbracht. Während drin dann irgendwann die Zombies sich wieder beruhigt haben, weil ich mich dann ja hingehockt habe und so weiter und so fort. Es war, glaube ich, ein Bild für die Götter. Naja, das war so halbwegs meine erste richtige 7 Days to Die Erfahrung. Und dann habe ich das erst wieder mit Madel angefangen.
Ich glaube, einmal hatten wir es im Stream mal gespielt. Da war ich aber auch noch total schissig. Ich sag mal so, je länger du ein Spiel kennst und je besser du ein Spiel kennst, dann geht's irgendwann auch. Oh, die Berge sind ja cool. Die Berge sind ja mehr Fats Food. Fats Food Ocean. Die Berge sind ja genial gemacht. Wow. Da schwebt eine Fackel. Also ganz, ganz cool. Als wenn man irgendwo in, was weiß ich. Ach, hier ist auch wieder gesperrte Straße, alles klar. Aber die Berge sind ja mega cool gemacht. Gut, dann können wir einfach nur noch wieder zurückfahren. Nehmen wir mal eben gleich dann die andere Straße. Ja, genau. Und da war ich ja auch noch mal im Stream, war ich auch noch mal ziemlich schissig. Irgendwie sind Madel und ich dann nachts dann noch unterwegs gewesen. Und ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Heißt das Kreisch oder Gekrischen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall panisch. Ich panisch, weil dann noch irgendwelche Wölfe angekommen sind. Und es, ja. Aber je öfter du eben halt ein Spiel spielst und vielleicht auch kennenlernst, umso, ja, umso eher kommst du damit ja klar. Oh, das mit den Hügeln finde ich ja mega cool gemacht. Die sehen definitiv besser aus, weil ich das, weil ich auf denen schon mal rüber gekraxelt bin und all sowas. Also das sieht wesentlich plastischer aus, wesentlich realistischer sieht das jetzt aus. Cool gemacht. Ja, also grafisch hat das Spiel definitiv einen Sprung nach vorne gemacht. Obwohl es jetzt immer noch nicht so gerade das Nonplusultra ist, aber immerhin. Shade 3 Auto. Okay. Das ist eine Sackgasse. Großartig. Das ist eine Sackgasse. Das müssen den ganzen Weg wieder zurück, ne? Weil da ja die ganzen Berge sind. Groß. Das ist ja doof. Bevor ich jetzt nochmal wieder großartig sage, ist das doof. Ja, wir können hier nicht querfeld ein. Das kann es knicken. Ja, dann müssen wir entweder das Stück nochmal wieder zurückfahren. Ich glaube nicht. Da ist wieder ein Geier. Da ist ein Schwein. Ein Schwein habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Das kannst du vergessen. Da können wir nicht rüberfahren. Nee, dann müssen wir doch ein Stück Straße wieder zurückfahren. Okay, die Berge sehen nicht so gut aus. Das sieht merkwürdig aus. Das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Diese Schuttberge. Aber die Wüste haben sie gut hingekriegt. Ja, ja, die ist warm. Ja, fahren wir den Weg jetzt nochmal wieder hier zurück. Wobei, wir haben ja jetzt eigentlich alles gesehen, ne? Wir können jetzt theoretisch auch richtig zurückfahren. Das sieht sehr interessant aus hier. Hui. Ja, einen ganzen Tag jetzt verkrümelt mit Sightseeing, aber es war echt interessant. Und wie gesagt, muss ich mal schauen. Vielleicht spiele ich ihn für mich weiter, den Spielstand. Ist nur eben halt immer nervig, dann immer wieder die Version zu ändern. Das sind immer ein paar Gigabyte, die dann erst wieder hin und her geladen werden müssen. Das ist dann manchmal ein bisschen doof, aber naja, was soll's. Das kann man sich dann ja überlegen. Das sieht auch sehr cool aus. Und der Berg ist echt cool. Cool, da geht's nach oben. Ja, man gut, dass das ein Allrad ist, ey. Hui. Vielleicht kürzen wir ja sogar ab hier. Da geht
geht es jetzt erst wieder runter, aber da geht es nach oben. Das sind doch viel interessantere Wege. Pfeif auf den Tag. Das macht nichts, kriegen wir schon irgendwie hin. Oh. Auch nett. Ja. Ja, ebenerdig ist doof, ne? Man könnte dann aber die obere Schicht... Ich weiß nicht. Ich überlege dann immer gleich, wie man sowas umbauen kann. Man könnte es aber relativ gut befestigen, glaube ich. Also auf jeden Fall gibt es hier viele coole POIs, die man sich angucken kann. Viel zu tun. Jetzt haben wir das Motel nicht gefunden. Na, die Berge sind echt der Hammer. Jetzt laggt es gerade wieder. Ich hoffe, ich lege mich jetzt hier nicht um mit dem Auto. Also es ist sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ich will jetzt aber nicht nochmal, warte mal, wenn wir jetzt hier einmal quer durchfahren, können wir hier lang fahren und dann zurück nach Hause. Jupp, können wir. Supi. Dann machen wir das doch. Ja, aber ansonsten haben wir es dann erstmal, ne? Also es gibt auf jeden Fall eine Menge zu sehen, zu machen, was war. Zu tun, zu looten. Erstmal müssten wir dann dieses Wild zu Ende looten. Davon mal abgesehen. Da gibt es eine Menge noch zu tun. Und hier, wenn wir eben halt die anderen Gebiete wollen, dann müssten wir definitiv erstmal uns dementsprechend erstmal Klamotten besorgen, anschaffen. Und genauso wie für das Eisgebiet, also das Schneegebiet eben halt. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir, oder habe ich erstmal soweit einen Blick in die Alpha 19 geworfen. Okay, Türme sind auch neu, oder? Den habe ich im Grasgebiet so einen ähnlichen Turm auch schon mal gefunden. Wie gesagt, es ist eine Menge grafisch passiert. Na, also wenn man sagt, dass wenn einem vieles vorher nicht gefallen hat, die Änderungen sind cool. Deswegen muss man aber nicht zwangsläufig die Version ändern, wenn man das möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Performance ist. Ich merke jetzt keinen großen Unterschied. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht großartig unter Last gespielt. Also von daher, da kann ich euch nichts zu sagen. Wenn ihr vielleicht nochmal wieder anfangen wollt, weil ihr es sowieso schon habt oder sowas, warum nicht? Kann ich nur sagen. Dann kann ich tatsächlich nur sagen, Alpha 19, warum nicht? Ne? Weil die Zombies halt wirklich überarbeitet wurden, sehen cooler aus. Ich für meinen Teil werde jetzt mal eben zu Jen fahren, werde meine eigenen Klamotten, meine eigenen Sachen wieder nehmen und schmeiße den anderen Kram komplett weg. Und weil wie gesagt, es ist nichts cooler, also sich das mal anzugucken ist eine Sache, aber es ist einfach nichts cooler als, gibt es auch eine Taste zum Fallen lassen? Oder muss ich alles so fallen lassen? Fallen lassen. Ah, mit D, okay. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Hallo? Geht das nicht? Ach, ich muss es einzeln antippen. Fallen lassen. Fallen lassen, fallen lassen. Also es gibt coole Sachen auf jeden Fall im Spiel.
Aber die selber zu finden, das macht den großen Reiz aus, finde ich. Das macht einfach den großen Reiz aus. Hallo? Auto? So. Auch mit D, alles klar. Tragen, tragen, nee, tragen, tragen. Mit A. Warum jetzt auf einmal mit A? Okay. Mit A. Ach, mit D ist tauschen dann, oder wie? Hä, verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Anscheinend. Okay. D. Ja, ich habe immer noch ein zerfetztes Dings. Oh, mein Zombie, das T-Shirt würde ich gerne haben. Tragen. 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 Und wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. Na, wegschmeißen. Ich weiß, ich mache es vielleicht wahrscheinlich jetzt gerade ziemlich kompliziert, aber so, zack. Dann meine Eisenspitzhacke, die ich mir mühselig jetzt zusammengearbeitet habe. Alles wieder an seinen Platz. Die lasse ich nochmal im Inventar. Nein, so. Zack, 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 zack. Dann zack, zack, zack. Das wollen wir verkaufen. Und das, das, das. Das schmeißen wir weg. Und dann zack. Und nein. Halt, Inventar. Und Auto weg. Auto. Und das war's. Ihr seht, alles hat wieder seinen normalen Gang. Wir haben, ja, wenn es hochkommt, haben wir vielleicht 10 XP oder sowas gesammelt. Keine Ahnung. Ich will jetzt erstmal eben hier meinen Kram verkaufen. Ich muss noch eine Quest für sie erledigen. Oh Mann, echt jetzt voll auf die Brüste. Ach Leute. Inventar. So, wir haben auch keine Zigarre. Ich kann auch nicht mal das benutzen. Verkaufen. 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 Dann die Kohle. Verkaufen. Das Silber. Komplett verkaufen. Das Gold. Komplett verkaufen. 1994. Wir werden uns immer noch nichts leisten können. Wir werden uns immer noch nichts leisten können. Und was eigentlich? Oh, eine Pumpgun. Habe ich noch nicht gehabt. Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. Oh, der ist da. Das klang jetzt eben so, als wenn hier einer auf den Stufen langlaufen würde. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, ich hätte irgendwie... Oh, Jen. Ja. Ne. Ne, 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 ne. Das können wir inzwischen selber zum Glück. Da gibt es auch sonst nichts. Eine Chemiestation. Darauf arbeite ich jetzt eigentlich hin. Und wir müssen unbedingt mehr looten. Also ich werde jetzt nochmal wieder ein bisschen nachrüsten. Vielleicht mir eine Eisenmine suchen. Bloß weit und breit habe ich da noch keine gefunden. Eisen brauchen wir ganz dringend, damit ich dann Stachelfallen machen kann. Und ansonsten... Ja, wird das hier, glaube ich, schwierig. Aber ich zum Zeigen, was ich eigentlich erstmal wollte. Lange Rede. Ja, genau. Es gibt immer ein nächstes Mal. Zum Zeigen langt's locker. Wie gesagt, es ist kein richtiges Let's Play. Hörst du mal auf damit? So. Wir gehen jetzt nach Hause. 18:53, schaffen wir das noch zum Airdrop? Direkt über dem Berg ist auch doof, ne? Ach komm, ich mach's bis zum Airdrop. Aber ich sag einfach zu euch jetzt mal, ihr Lieben. Ich hoffe,
Ich konnte euch so ein bisschen Einblick verschaffen. Wie gesagt, es ist alles kein Profi-Let's Play und vieles gab es vielleicht schon vorher, was mir noch nicht aufgefallen ist, weil ich es noch nicht gesehen habe im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe aber, es hat euch soweit ein bisschen gefallen. Wie gesagt, dann schaut gerne bei Madel und bei mir im Let's Play vorbei. Solltet ihr sagen, nee, das ist nichts für mich, ne, ich habe keinen Bock auf Seven Days to Die oder sowas, lohnt sich das trotzdem bei uns vorbeizugucken, weil unsere Folgen entwickeln sich immer irgendwie in Richtung eines Podcasts. Wir haben immer irgendwelche Themen, über die wir sprechen. Ich schätze das wirklich, wirklich sehr. Es macht einen Riesenspaß und ich kann es nur empfehlen. Guckt gerne mal vorbei, dann in dem Let's Play mit Madel zusammen. Es wird auf jeden Fall immer lustig. Und, ach, okay, nee, das machen wir jetzt noch nicht. Oh, das ist in einem Hügel. Oh, großartig. Aber ich will mit irgendwas nach Hause gehen. Ich will noch eine Belohnung haben. Jedenfalls, guck gerne vorbei. Es ist immer lustig und dementsprechend sage ich einfach für jetzt, für die Alpha 19, für euch Dankeschön fürs Zuschauen, für eure Geduld und alles Liebe wünscht euch Lissy. Macht's gut, ihr Lieben. Oh Gott. Ich will jetzt irgendwas brechen, ne? Oh, Eier wären toll. Nein. Nur Federn. Na, eine Stunde haben wir gebraucht. Spiel. Du hast einen seltsamen Humor. Na, wenigstens haben wir noch ein bisschen Müll mit. Warum auch nicht? Und so, okay. Und dann erstmal wieder zurück. Auf dem Rückweg vielleicht noch ein paar Federn. Eier finden im Nest, das wäre natürlich großartig. Eisen wäre toll, aber es ist mir zu weit weg von zu Hause. Sag mal, guckst du etwa immer noch? Sehe ich das richtig? Warum? Ich hatte mich doch verabschiedet. Warum bist du denn noch hier? Ich gebe sonst nichts zu gucken. Ach, falsch. Ich brauche dafür das hier. Eine Axt wäre toll. Leer. Ich mag aber nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Das ist so frustrierend. Oh, warte mal, aber durchs Wasser möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, wir gehen mal über die Brücke. Na gut, du kannst noch eben mitkommen, bis wir wieder an unserem Plätzchen sind. Dann darfst du, so lange darfst du noch mitkommen und dann ist aber wirklich Schluss, ne? Dann schicke ich dich nach Hause. Dann ist Feierabend, dann machst du aus und dann ist gut. Federn. Federn sind prima. Kein Müll, kein Müll. Das gibt ein Holz, vier Kohle. Okay, aber es lohnt, glaube ich, nicht die Kraft, die man da reinsteckt, oder? Gibt es auch Kohle? Die bringen nur Holz. Aber die großen Bäume, ne? Ja, aber auch gering. Da sind Minen ja wesentlich besser. Wir brauchen dringend eine Eisenmine. Dringend eine Eisenmine brauchen wir.
und wir müssen nach Hause. Dann haben wir wenigstens noch den Airdrop geholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Huh. Genau, huh. Hatte ich jetzt in dem Spielstand schon da hinten dieses eine Cabin-Dingsbumstens? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Das ist schwierig zu unterscheiden. Da ist Kohle, da ist Eisen. Aber auch zu weit weg, ne? Hier ist auf jeden Fall Kohle. Na, das ist Kohle, oder? Och ja, Mensch, Hunger, du hast Pipi, was noch alles? Okay, also haben wir hier. Das ist gar nicht so weit weg, das könnte man sogar machen. Wegpunkt speichern. Was nehmen wir denn da am besten? Ja, gut, machen wir das. Und Kohle. Okay. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass da nicht noch irgendwas anderes drin ist. Hat man ja Glück. Ja gut, im verbrannten Gebiet haben wir auf jeden Fall Eisen. Da müsste man da eben halt minen. Da war Potassium. Und da ist unser Haus. Ja, den Umriss, den kann ich jetzt auch mal wieder wegmachen. Aber jetzt bin ich sicher zu Hause angekommen. Jetzt kannst du tatsächlich. Ausmachen. Denn jetzt passiert nicht mehr viel. Außer, dass ich jetzt vielleicht noch sortiere. Und es war schon langatmig genug, denke ich mir mal. Ich sage einfach bis hier nochmal vielen lieben Dank fürs Weiterzuschauen. Und alles Liebe wünscht dir, Lissi. Macht's gut.